Hi zusammen, hier ist wieder Christian und heute habe ich mal wieder ein paar Kopfhörer für euch im Angebot. Dieses Mal handelt es sich um die Sportpulse Wireless von Jabra, die in direkter Konkurrenz zu den SMS Audio Biosport stehen. Auch diese In-Ear-Stecker besitzen die Möglichkeit, euren Puls direkt im Ohr abzunehmen und euch während des Workouts über aktuelle Trainingsziele zu informieren. Bereits jetzt kann ich euch sagen, dass die Sportpulse Wireless einiges besser machen als die SMS Audio Biosport. Warum das so ist, das seht ihr nach einem ganz kurzen Intro. Bleibt also dran. Nimmt man die Verpackung der Sportpulse Wireless in die Hände, ist man erstmal erstaunt, dass Jabra sein neuestes Fitness-Device in einem Pappkarton unterbringt. Bei einigen anderen Produkten wie den ROX Wireless oder Soulmate setzte man noch auf eine Kunststoffbox. Neben ersten Produkthinweisen wird man auf der Front von einer durchaus hübschen Dame mit zielgerichtetem Blick angeschaut. Auf der Rückseite finden wir zudem Hinweise auf die Kompatibilität der Pulse Wireless. So liefert Jabra nicht nur eine eigene App mit, die Sportpulse Wireless sind auch mit Endomondo, Runkeeper, Strava und MapMyFitness kompatibel und ich kann euch jetzt schon sagen, dass alle aufgezählten Anwendungen die Kopfhörer unterstützen. Und genau hier liegt schon der erste Vorteil gegenüber den SMS Audio Biosport. Die Pulse Wireless sind mit zahlreichen Apps kompatibel und so wird der Nutzer nicht in Anführungsstrichen gezwungen, auf eine andere Fitnessplattform zu wechseln. Neben den Kopfhörern bekommt der Kunde insgesamt vier verschiedene Ohrkanalstöpsel, vier Paar Earrings, also die Dinger mit den Flügeln, ein Micro-USB-Kabel sowie eine Transporttasche für die Kopfhörer. Letztgenannte ist aus Kunststoff, sehr stabil und macht aufgrund des großen Reißverschlusses einen recht widerstandsfähigen Eindruck. Abschließend gibt es natürlich auch noch etwas Lesestoff. Nun aber zu den Kopfhörern. Die Sportpulse Wireless werden drahtlos via Bluetooth mit eurem Smartphone gekoppelt. Die Stecker sind untereinander aber mit einem rund 50 cm langen und Kevlar verstärktem Rundkabel verbunden. Die Verarbeitung am Steckergehäuse ist sehr gut und das Kabel hinterlässt nicht den Eindruck, aus dem Stecker herausbrechen zu können. Im linken Stecker sitzt der Herzfrequenzmesser, im rechten Stecker ist der Micro-USB-Anschluss für den Akku hinterlegt. Nach Angaben von Jabra liefert dieser Laufzeiten von 5 Stunden beim Telefonieren oder Musik hören. Wenn von diesen angegebenen Laufzeiten noch eine halbe Stunde abgezogen wird, landen wir bei 4 Stunden und 30 Minuten und auch genau dieser Wert ist relativ realistisch für die Akkulaufzeit der Jabra Sportpulse Wireless. Die Funktionsweise des Herzfrequenzmessers ist recht simpel erklärt. Durch einen optomechanischen Sensor wird Licht auf die Haut des Innenohrs gestrahlt. Aus der zurückkommenden Lichtstreuung sowie der Beschleunigung des Nutzers wird dann der Puls bestimmt. In diesem Zuge wurden von der Universität Campbell Vergleichsmessungen mit einem Elektrokardiogramm gemacht, die eine Übereinstimmung von rund 99% der Werte ergaben. Im Alltag und bei Nutzung der Jabra Sport App sieht man auch sehr gut, wie schnell Pulswechsel gemessen und auch in der App angezeigt werden. Die Earrings und Gelkissen lassen sich relativ leicht wechseln, abziehen, neue drauf machen und fertig. Durch die Vielzahl dürfte auch für jeden das Passende dabei sein. Wenn man seine Wunschkombination gefunden hat, sitzen die Sportpulse Wireless bombenfest im Ohr. Ob Headbang, Rennen, Laufen, Joggen oder was auch immer, alles ist mit diesen Dingern möglich, ohne dass sie eben aus dem Ohr herausfallen. Der Sound der In-Ear-Stecker hat mir echt gut gefallen. Die Höhen sind klar, die Mitten betont und der Bass präsent, aber dennoch nicht übersteuernd oder aufdringlich. Letzter kommt vor allem bei Hip-Hop und R&B sehr trocken rüber. Auch hier sind die Sportpulse Wireless den SMS Audio überlegen. Während die In-Ears von 50 Cent eher angestaubt rüberkommen, ist das Paket bei den Jabra-Kopfhörern absolut in Ordnung. Wie ich anfangs schon mal ganz kurz erwähnt habe, liefert Jabra leider eine eigene Sport-App mit. Leider nicht, weil diese App schrottig ist, sondern weil diese App eigentlich alles richtig bzw. richtiger macht als andere Fitness-Apps. Zu Beginn solltet ihr sie natürlich für iOS oder Android herunterladen und anschließend euer Profil anlegen. Neben Geschlecht, Geburtsdatum, Gewicht und Größe könnt ihr zu Beginn noch euren Ruhepuls bestimmen und einen Herzfrequenztest durchführen. Diese Tests dauern zwar zwischen 5 und 15 Minuten, sind jedoch recht sinnvoll, wenn man seine Trainingszonen kennen möchte. Übrigens verbinden müsst ihr die Jabra Sportpulse Wireless natürlich via Bluetooth. Dazu Bluetooth auf eurem Smartphone aktivieren, die Multifunktionstaste an den Sportpuls drücken und warten, bis die blaue LED leuchtet. Anschließend sind die Kopfhörer Pairing bereit. Alternativ könnt ihr auch die Kopfhörer via NFC pairen. Dazu die Rückseite eures Smartphones an die Rückseite der Fernbedienung halten. Anschließend geht es direkt auf die Startseite der App. Hier findest du so gut wie alles Wichtige. Sofern die Kopfhörer angelegt sind, findest du hier den Puls, die Akkulaufzeit, den GPS-Empfang sowie Details für das kommende Training. Über Aktivität könnt ihr eure Trainingsart festlegen. Laufen, Fahrrad oder Skifahren, Gehen und Wandern gehören zu den bereits voreingestellten Settings. Dazu könnt ihr aber noch individuelle Sportarten hinzufügen und festlegen, ob GPS verwendet werden soll oder auch nicht.
Unter dem Punkt Training könnt ihr Ziele festlegen. Möchtet ihr bei eurem Workout lediglich getrackt werden, also via GPS, eine bestimmte Strecke laufen oder x Kalorien verbrennen? Oder wollt ihr euch lieber in einer bestimmten Pulszone bewegen, so zum Fettverbrennen, im Cardio-Bereich trainieren oder an eure Grenzen gehen? Dann seid ihr genau hier richtig und könnt das bestimmen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, euren Musikplayer auszuwählen. Erfreulich ist hier zu sehen, dass auch Spotify oder Google Play Music unterstützt werden. Natürlich auch die Jabra-eigene Soundanwendung oder euer lokaler Musikplayer. Unter dem letzten Punkt Ansicht anpassen könnt ihr noch das Layout der Anwendung bestimmen. Möchtet ihr nur die wichtigsten Daten angezeigt bekommen oder auch Details zum aktuellen Puls, der Pulszone und dem Kalorienverbrauch? Dann schaut genau hier vorbei. Am Ende eines Trainings könnt ihr Details zu eurem Workout abrufen. Dort bekommt ihr alles angezeigt, wirklich alles. Dauer, Entfernung, Höhenmeter, Minuten in bestimmten Pulsbereichen, eine Karte, Diagramme oder was auch immer ihr möchtet. Abschließend ist die Jabra Sport App ein richtig guter Allrounder, die nicht nur alle wichtigen Daten erfasst, sondern dies auch optisch hübsch darstellt. Über die Fernbedienung am Lautsprecherkabel könnt ihr nicht nur die Lautstärke regeln. Zudem können über die Multifunktionstaste Anrufe entgegengenommen oder abgewiesen werden, könnt einen Titel vorspringen, den Akkustatus abrufen oder die Kopfhörer auch nur stumm schalten. Dann gibt's noch die Sporttaste auf der Außenseite des linken Ohrsteckers. Drückt man diese eine Sekunde, wird das Workout angehalten bzw. fortgesetzt. Beim kurzen Antippen wird der aktuelle Trainingsstatus abgerufen und beim zweimaligen Antippen bekommt der User fortlaufende Updates des Trainings. Zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass die Jabra Sport Pulse Wireless nach IP55 zertifiziert wurden und demnach Schutz gegen Wasser und Staub bieten, sodass auch Schweiß oder eine kleine Dusche den Kopfhörer nichts ausmachen. Unterm Strich sind die Sport Pulse Wireless nicht nur sehr gut sitzende, sondern auch im Klang hervorragende Kopfhörer der Oberklasse. Höhen und Mitten sind wunderbar, der Bass trocken und nicht zu aufdringlich. Zudem haben wir ein Pulsmesser, der Daten aus der Bewegung des Nutzers und den Kapillaren im Ohr erfasst und das sogar richtig schnell und richtig gut. Der Preis von 199 € ist dann aber schon recht happig. Wenn man dann allerdings die guten Eigenschaften zusammenfasst, ist dieser fast wieder gerechtfertigt. 20 bis 30 € weniger würden den Kopfhörern aber noch viel, viel besser stehen. Da wir nun wieder am Ende meines Reviews sind, bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Kritik, Anregungen und Wünsche habt, dann haut sie unten in die Kommentare. Über ein Like des Videos bzw. Abo des Kanals würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Bis dahin, macht's gut!